Stell dir vor, du bist in einem Labyrinth und du hast dich da, also du bist da selber reingegangen. Ja, du wolltest das Labyrinth erfahren. Das machen wir ja, ne? Wir fahren da extra hin, um durch dieses Labyrinth zu gehen. Und es wird dann zu einer Erlebnis und einer Erfahrung von Sicherheit, wenn du weißt, wo du darin stehst, wenn du weißt, wer du bist, wenn du den Überblick hast, wenn du die Karte hast. Aber die Karte nützt dir nur was, wenn du weißt, wo du jetzt bist, nicht wo du später sein willst. Das heißt, genau mit dem zu sein, was ich jetzt gerade bin, vollkommen authentisch. Vollkommen authentisch, weil absolut nichts daran falsch ist. Nicht bei mir und nicht bei irgendjemand anders. Es ist perfekt. Das Einzige, was sich unangenehm anfühlt, ist das, was in mir sagt, das ist aber jetzt echt nicht perfekt. Und in dem Augenblick sich gegen das Jetzt stellt, sich gegen das Ich Bin stellt, sich gegen die Präsenz stellt. Und in diesem Labyrinth kann ich ganz eindeutig feststellen, ob ich auf dem direkten Weg zum Ausgang bin oder auf einem indirekten. Das ist alles. Und zwar dadurch, dass es wehtut. Ja, stellt euch vor, da gibt es dann an den Wänden, die nicht der direkte Weg sind, gibt es dann so elektromagnetische Impulse durch einen Stromschlag. Und ich merke, oh, hier wieder nicht. Ja? Okay. Wo war jetzt der direkte Weg? Okay, ich gehe ja schon. Aber es ist in Ordnung, weil der Ausgang ist echt, der ist wirklich gewiss. Ja, ich komme so oder so zum Ausgang. Und wenn ich es weiß, wenn ich schon weiß, Zeit spielt hier keine Rolle und Raum auch nicht, sondern nur, ob ich jetzt gerade eine Erfahrung von ich bin, das in dem dieses Labyrinth sich auf meinen Willen hin mir dargetan hat, damit ich es erfahre. Wenn ich das wieder weiß, habe ich bereits Welleneigenschaften angenommen. Selbst wenn ich währenddessen noch die Erfahrung eines Teilchens mache. Wenn ich währenddessen noch ja, die Möglichkeit von Teilchensein weiter in meinem Bewusstsein habe. Aber ich erkenne mich als das, was gleich ist, was ganz ist, was ist. Und der Shift passiert, wenn du dich nicht mehr nur als das Ich wahrnimmst, das hier irgendwelche Dinge getan oder nicht getan hat, sondern wirklich, und zwar nicht nur vorgestellt. Vorstellung ist ein erster Schritt dazu, sondern gefühlt im Ich Bin. Zurück im Ganzen des Potenzials. Genau
jetzt. Genau jetzt nicht sich in eine Zukunft zu denken, in der irgendetwas sein könnte, sondern genau jetzt sich als exakt das wahrzunehmen, was jetzt gerade ist. Weil mit zukünftigen Szenarios und Werkzeugen und so weiter kann ich nichts, aber auch gar nichts anfangen, sondern alles ist im Jetzt enthalten. Alles, das gesamte Potenzial ist im Jetzt. Im Ich Bin jetzt enthalten. Und es geht darum, sich dabei zu beobachten, will ich gerade schon wieder anders sein, als ich bin? Habe ich gerade wieder ein Problem damit, wie es gerade ist? Habe ich wieder das Gefühl, nee, jetzt ist gerade scheiße. Jetzt ist doof, jetzt will ich nicht. Aber es ist immer jetzt. Wir kommen aus der Nummer nicht raus. Wir kommen aus dem Jetzt nicht raus. Denn auch wenn ich über die Vergangenheit nachdenke, wann tue ich das jetzt? Wenn ich über die Zukunft sinniere, wann tue ich das jetzt? Und da ist immer das Potenzial eines Schmerzes dabei, richtig? Selbst wenn ich an schöne Dinge denke. Ein Mangel oder das Potenzial eines Mangels, richtig? In dem Jetzt gibt es keinen Mangel. Aber wir wollen alles, bloß nicht ins Jetzt. Und warum? Keine Schuld. Zu erkennen, wow, aha, okay, ich möchte gerade das Potenzial eines Mangels erleben, um letzten Endes zu der Erfahrung zu kommen, dass es keinen gibt. Dass es jetzt gerade aber immer die Möglichkeit gibt, zu erfahren, dass ich im Mangel bin. Und das kann richtig spaßig werden, wenn ich wieder weiß, was da wählt. Es ist doch kein Problem, wenn ich Monopoly spiele und alles Geld verliere, oder? Existiere ich noch, wenn ich das Spiel zu Ende gespielt habe? Ich habe es ja angefangen, weil ich die Erfahrung eines Spiels machen wollte. Ich wollte die Erfahrung von dem Kitzel machen, von dem wow, wie wird das wohl sein? Ja, es gibt total viele Unabwägbarkeiten. Gewinne ich? Verliere ich? Oh, ich habe das Konzept von Gewinnen und Verlieren. Ah, okay. Und ich spiele damit. Und es macht Spaß und ich habe einen super Abend. Oder auch nicht, aber ich trage dann komplett erwacht, erwachsen die Konsequenzen der Erfahrung, die ich da reingeholt habe. Und erkenne dadurch wieder, wow, aber es ist doch eigentlich gar nichts passiert. Es war ein Spiel und das alles, was jetzt vielleicht in mir vorgeht, wenn ich verloren habe, vielleicht, was denken die von mir? Oder mich dumm zu fühlen, mich zu blöd zu fühlen, weil ich verloren habe. Und so weiter und so weiter. Ja, das sind doch Erfahrungen. Und der Quantensprung liegt darin zu bemerken, oh, das ist das. Das ist das, was gerade da ist. Immer jetzt. In dem Augenblick bin ich davon nicht mehr bedroht. In dem Augenblick habe ich doch mich wieder als das erkannt, was ich bin. Das Ich Bin. Das Sein. Das Sein, das den Gedanken sieht und den Gedanken sieht und über diesen Gedanken sprechen kann und über jenes Gefühl reden kann. Oh, ich fühle mich klein und dumm. Oh, was ist das, was gerade erzählt, was das gerade bemerken kann? Dass das überhaupt ausdrücken kann. Und muss dann klein und dumm als Gefühl weggehen? Oder habe ich noch ein Problem, wenn ich bemerke, dass ich ja trotzdem die ganze Zeit weiterhin da bin, ob ich das nun fühle oder nicht? Und dann vielleicht sage,
ja, möchte ich das jetzt unbedingt weiterfühlen? Und wenn ja, ja, aber dann bewusst. Und in dem Moment, es ist immer so, es löst sich ohnehin auf. Der Ausgang ist sowieso gewiss. Bewusstheit von Sein macht alles andere zu einer Erfahrung von Sein und nicht mehr von Mangel. Nicht mehr von Mangel an Sein. Ich spreche mir ja im Ich mein eigenes Sein ab, mein eigenes unendliches Sein. Aber ich bin immer noch ein Teilchen, eine Möglichkeit von allem, was ist, von allem, was ich bin. Und das poppt auf und verschwindet, je nachdem, was ich bin, gerade wählt. Aber es ist kein Problem, es ist kein Fehler, es ist das, was geschieht, das, was ich bin, wählt. Und eine von vielen Möglichkeiten, auf die gerade ich bin, das Bewusstsein gerichtet hat. Und dann kann ich leben. Dann kenne ich meine Aufgabe, in diesem Bewusstsein zu leben. Es geht nur darum, jede Situation in diesem Ich-Bin-Bewusstsein zu erleben, in diesem Seinsbewusstsein zu erleben, und zwar nicht im Kopf. Zu erleben ist eine ganzheitliche Erfahrung. Es ist ein Sein. Es ist ein Annehmen von Sein. Es ist ein sich hingeben an das eigene Sein. Und das hat in dem Moment hat es nichts Vergangenes und nichts Zukünftiges mehr. Und dann kann ich gestalten. So wie wir bei der Meditation unseren Atem angehalten haben. Ich kann Atem nicht beeinflussen. Ich bin das Leben, ich bin das Ich Bin. Aber ich kann den Atem lenken, wenn ich bewusst weiß, dass ich dieses Leben bin. Dann gibt es keine Ohnmacht mehr. Dann weiß ich in jedem Moment, dass ich es bin. Und ob ich dann eine Erfahrung beim Zahnarzt mache oder an der Börse spekuliere und alles verliere oder gewinne oder was auch immer. Wenn ich es in diesem Ich Bin, in diesem Lebensbewusstsein, diesem Lebensgewahrsein erfahre, in diesem ganzheitlichen Raum, ist es immer eine ganzheitliche Erfahrung. Und ich habe meine Verantwortung übernommen, nämlich die Fähigkeit zu antworten, und zwar als ich bin. Die Antwort ist immer ich bin. Und diese Antwort wieder zu leben. Darin liegt keine Schuld. Oder darin liegt eine Freude, darin liegt ein Erkennen, darin liegt das Bewusstsein dessen, was ich ausdrücke oder was durch mich ausgedrückt wird, durch Ich Bin. Macht das irgendwie Sinn für euch?